Ja, Hallöchen, dein heutiger Podcast. Ich mache es irgendwann. Nein, jetzt. Wie oft hast du Dinge schon verschoben in deinem Leben? Wie oft? Bleib bis zum Schluss dran. Heute im Podcast geht es genau um die Themen, dass du nie mehr etwas verschiebst. Nie mehr. Du kannst doch nicht dein Leben verschieben. Auf irgendwann bist du wahnsinnig. Das ist das, was so viele Menschen machen. Sie verschieben die Dinge auf irgendwann. Ja, ich weiß. Dann höre ich oft, ja, was soll ich denn noch alles machen? Ja, ich bin total überfordert. Stimmt einfach nicht. Du hast so viel Leerlauf in deinem Leben. Und ich könnte dir das beweisen. Ich könnte dir das wirklich beweisen. Ich mache das auch immer bei meinen Seminarteilnehmern, bei meinen Coaching-Leuten, in der Mastermind, ja. Ich mache das immer wieder. Weißt du, was da passiert? Ganz einfach. Die Leute sagen, was soll ich das noch alles machen? Ich habe gar keine Zeit. Sag ich, wie, du hast keine Zeit? Ich bin dermaßen ausgelastet. Sag ich, komm, weißt du was, schreibe jetzt 2 Wochen lang alles auf, minutiös. Was machst du jeden Tag, jede Minute, schreibe alles auf. Und da kommen die Leute zu mir mit ihrer Excel-Liste und davon kann ich im Schnitt die Hälfte rausstreichen. Weil die Hälfte ist Leerlauf, die Hälfte ist Blödsinn. Wir glauben, wir wären total beschäftigt. Das stimmt aber nicht. Wir haben da viel Zeit. Viel Zeit für die wirklich wichtigen Dinge in unserem Leben. Und da sind wir bei dem entscheidenden Punkt. Setze Prioritäten. Ganz wichtig. Du musst einfach Prioritäten setzen. Wenn du keine Prioritäten setzt, hast du einfach immer Drama. Du rennst so von einem Drama zum anderen. Und du glaubst doch tatsächlich, dass du keine Zeit hast. Du glaubst tatsächlich, dass du überfordert bist. Du glaubst tatsächlich, dass du überarbeitet bist. Ist doch Wahnsinn, oder? Weißt du, was da passiert? Ja, das wird Wirklichkeit. Das wird wirklich Wirklichkeit, ja? Also deswegen komm da raus aus diesen. Ja, ich nenne es wirklich ein Drama. Du hast jeden Tag 24 Stunden. Weißt du, was der Unterschied ist von erfolgreichen zu nicht erfolgreichen Leuten? Erfolgreiche Leute, die schaffen wesentlich mehr. Nicht sie persönlich, sondern von ihrer Art und Weise, wie sie unterwegs sind. Ja? Und auch du solltest wesentlich mehr schaffen. Wesentlich mehr. Also nicht im Sinne von statt 8 Stunden 20 Stunden schaffen, sondern einfach mehr bewegen. Mehr bewegen in kürzerer Zeit. Und du darfst dir für alles in deinem Leben, darfst du dir immer ein Zeitlimit setzen. Das ist auch der große Fehler. Auch im Umgang mit Mitarbeitern. Ja, mach mal. Es geht nicht darum, mach mal, ja. Um Gottes Willen. Also es geht darum, okay, du hast die und die Aufgabe, dafür hast du jetzt eine halbe Stunde Zeit oder einen Tag oder 2 Tage oder je nach Projekt. Du musst es aber zeitlich limitieren. In dem Moment, wo du es zeitlich limitierst, kommen die Leute in ihre Energie. Und eines hat sich gezeigt, wer zeitlich limitiert ist, schafft wesentlich mehr in dieser kurzen Zeit. Wesentlich mehr. Ist das nicht traumhaft? Also ich finde das absolut Faszination pur. Wie viel wir Menschen doch imstande sind zu bewegen, wenn wir hochkonzentriert arbeiten. Und tu einfach nie mehr rumplemperlen, ja? Nie mehr. Wenn du alleine nicht klarkommst, kann ich dir folgendes Angebot machen. Du schreibst jetzt mal 2, 3 Wochen oder 4 Wochen lang minutiös alles auf und dann kommst du zu mir auf eines meiner Seminare. Du bist hier eingeladen, kennst du die Seminare Selbstständigkeit, Unternehmertum, neue Wege, Geld zu verdienen in Bad Dürkheim, in St. Moritz, Mindset Bootcamp, Lebensveränderung, Born to be Free, und dort nehme ich mir gerne die Zeit für dich. Dort schauen wir das gemeinsam an. Ist das ein Deal? Ich finde schon, oder? Wir schauen es uns gemeinsam an, wie geil ist denn das? Und dann hast du die ganzen Parameter, die du brauchst, ja? Und dann wird es dir wie Schuppen von den Augen fallen, wo du sagst, ah, ja klar, guck mal hier, verstehe, ja. Ob du es dann machst, das steht wieder auf einem anderen Stern. Aber es bringt dir schon mal sehr viel, dass du einfach Klarheit hast für dich, ja? Dass du einfach siehst, wo bist du richtig gut unterwegs und wo klemmt es einfach. Denk mal darüber nach, wie wertvoll es ist, wie großartig das ist. Am Ende deiner Tage geht es nicht darum, was du alles machen wolltest, sondern am Ende deiner Tage geht es nur noch um eines, was hast du alles getan, ja? Was hast du alles bewegt? Um das geht es, wenn Bilanz gezogen wird, ja?
Bilanz gezogen, wenn du irgendwann Rechenschaft abgeben musst. Wahnsinn, oder? Hast du dich das überlegt, ja? Da geht es nur noch darum, was hast du alles getan? Und nicht, was du alles vorhattest. Und wenn ich dann höre, ja, ich wollte ja. Aber mein Mann, aber meine Frau, aber. Schenkt dir dieses schreckliche Ja-Aber-Wort. Ja-Aber hat in deiner Welt nichts mehr zu suchen. Gar nichts mehr. Es darf kein Ja-Aber geben, okay? Wahrhaftig nicht. Ja-Aber ist ein reines Zeichen von Schwäche. Ja-Aber. Kennst du das Ja-Aber? Ja, jetzt fange ich noch nicht an. Ja, nächstes Jahr. Nee, jetzt will ich nicht. Ja, warum? Ich habe andere Prioritäten. Bist du überhaupt sicher, dass du Prioritäten hast? Sehe auch die liebe Anne Wild, 18 Jahre Influencerin, super geiler Podcast. Sie hat sich am Anfang dagegen gesträubt, ja. Sie sagte, ja, nee, Moment, nee, Podcast mag ich nicht, ja. Nee, ich mag keinen Podcast, nee, brauche ich nicht. Es geht nicht darum, was du brauchst, sondern es geht darum, ist es wichtig? Necessary, wie es so schön heißt. Ist es wichtig für deinen Fortgang? Ist es wichtig für dein Leben? Ich darf dir eines sagen, ja, ja, viele, viele Dinge sind wichtig. Sehr, sehr viele Dinge sind wichtig und sehr viele Dinge sind auch unwichtig. Und jetzt liegt es an dir hier. Es liegt an dir, die Spreu vom Weizen zu trennen. Das, was wichtig ist und das, was nicht wichtig ist. Alles, was wichtig ist, das machst du. Und alles, was unwichtig ist, das cancelst du einfach. Und zwar rigoros, ja. Rigoros. Also ich schreibe jeden Tag auf KVP, kontinuierliche Verbesserungsprozesse. Was ist gut in meinem Leben und was ist nicht gut? Und das, was nicht gut ist, darüber jammere ich nicht, sondern ich schaue einfach nach einer Lösung. Wie kann ich das platt machen? Wie kann ich das canceln? Wie kann ich das aus meinem Leben entfernen? Dazu lade ich dich herzlichst ein. Mindset Bootcamp Lebensveränderer. Es geht immer darum, was hast du in deinem Kopf? Es geht immer darum, wie denkst du? Wie bist du unterwegs? Das ist der entscheidende Faktor. Mindset Bootcamp Lebensveränderer, ja? Ob du ein schönes, geiles Leben hast oder ein Leben hast, das nicht schön ist. It's up to you. Es ist alles möglich. Alles. Es gibt die schöne Aussage, wenn du bereit bist, sind auch die Götter bereit. Und wenn du nicht bereit bist, dann sind auch die Götter nicht bereit. Ja? Und das ist nicht einfach nur so ein Spruch. Das ist wirklich, wirklich wahr. Wie oft habe ich das schon erlebt? Ja? Bei mir? Und bei meinen Kunden, wenn meine Kunden bereit sind, wenn du eine Entscheidung getroffen hast, jetzt gehe ich den Weg, jetzt ziehe ich mein Ding durch, dann ist es absolute Magie pur, was da alles abgeht. Und wenn du nicht bereit bist, wenn du lieber rumplemperlst oder lieber noch ein bisschen wartest auf den richtigen Moment, ja. Der richtige Moment wird nie für dich kommen. Es gibt keinen richtigen Moment für niemanden auf dieser Erde. Außer jetzt. Jetzt ist der richtige Moment gekommen. Jetzt kannst du alles entscheiden. Jetzt kannst du alles ändern. Jetzt. Jetzt, genau in diesem Moment, wo du es dir anschaust, ja? Und das ist so magisch. Wenn du das für dich gecheckt hast, ja, wenn du das für dich gecheckt hast, wie geil es ist, jetzt zu deiner Entscheidung zu kommen, jetzt dein Ding durchzuziehen. Da gibt es kein Morgen mehr, da gibt es nur noch ein Heute. Es gibt nur noch ein Heute, ja. Ich glaube, Schiller war das, und wenn ich wüsste, dass morgen die Welt untergeht, ich würde heute noch einen Baum pflanzen, ja, heute noch. Ich würde heute noch alles in Bewegung setzen. Ist das nicht unglaublich stark? Heute noch. Heute noch. Jetzt wünsche ich dir eine super geile Zeit. Danke, dass du mir zugehört hast. Mach wie immer eine große, große Meisterleistung aus deinem Leben. Du bist es dir wert. Ja, du bist es dir wirklich, wirklich wert. Alles Liebe. Tschüss. Bye, bye.